Ey, guck mal, der ist weg. Schreib mal alle Zahnarztgeschichte. Schreib das alle ganz schnell. Zahnarztgeschichte, damit ich das erzählen kann. Der will das nicht, der schämt sich. Habibi, Allah, lass dir ruhig Zeit. Was machst du da? Du fühlst dich doch wohl, wenn man dich nicht sieht. Du hast doch gesagt, du fühlst dich wohl. Warte, wenn man dich nicht sieht. Ich sag, was ja, Wallah. Wallah, ich sag mal, sag mal. Kein Zahnarztgeschichte. Ey, ich hab dir auf der Zunge die Geschichte. Wir waren bei einem Zahnarzt in Köln. Ein Kölner Zahnarzt. Ey, jetzt rette das, Cousin. Du hast uns ge... Ey, egal, Bruder, du entscheidest. Egal. Der Chat ist voll mit... Guck mal, die machen noch Zahn-Emoji. Ich habe keine Angst mehr. Und du entscheidest, Bruder. Warum? Guck mal, wie schlau der ist. Guck mal, wie gerissen Gazi ist. Ey, wir sind kein Freund von Fitner, Bruder. Er fängt eine Geschichte an und lässt die Entscheidung, nachdem ihr alle heiß drauf seid, bei mir. Das heißt, wenn ich sage nein, bin ich der Buhmann. Kollege, ich will ja, dass du fertig wirst da mit dem, was du machst. Deswegen, egal, scheiß drauf. Guck mal. Entscheid du. Also, wir waren in Köln bei einem Zahnarzt. Was hast du für Probleme? Ich erzähle die Geschichte nicht. Ich will nur sagen, wir waren in Köln bei einem Zahnarzt. Und Wallah, nein. Was machst du? Wallah, nein. Ey, die ist verrückt. Bruder, auf jeden Fall, der Yunus Amiri, Bruder, der hat einen Regie. Der Jalous fragt mich, Wallah, Gazi, wie sehe ich aus? Ich sag, Wallah, du siehst aus wie ein roter Power Ranger. Was hast du gedacht, wie du mit einem roten Power Ranger Ninja Force? Was hast du gedacht, wie du aussiehst mit einem Jogginganzug? Alter Schwede, ey. Okay, ganz kurz. Wir müssen ganz kurz runterkommen. Guck mal, ja, du hast uns jetzt will jeder hören, was du dazu erzählen hast. Deswegen, Bruder, hast du gefischt, weil das ist ein Eib, Bruder. Cousin, ich wusste, Bruder, ich hab geredet. Das Eib, Mann. Ich hab für eine Minute hab ich geredet, bevor ich nachgedacht habe. Jetzt kann ich keinen Rückzieher mehr machen, Bruder. Also, ich erzähl die Geschichte sowieso nicht. Er soll dir erzählen, weil das ist. Ich kann dir doch nicht erzählen. Ich kann dir auch nicht erzählen, Bruder. Ich hab doch auch nicht die Geschichte, Bruder. Ich kann auch nicht wiedergeben, was dir widerfahren ist, Bruder. Du warst doch da. Ja, aber ich hab dich mitgekommen. Was laberst du? Ich hab doch mal nichts gerade gemacht, meinen Mundschutz. Du bist so ein Schwein, ne? Krass, ihr seid mir. Krass, ey. Boah, Alter, der ist so ein Feuerleger, ne? Ich schwöre. Hör doch auf, Bruder, Wallah. Okay, tamam. Ich hab nichts gesagt. Also, wir waren in Köln. Ich hab keinen Bock mehr, Wallah. Ich geh offline. Rette. Hör auf damit. Okay, Wallah, ihr seid mir. Krass, okay. Boah, ich schwöre, Alter. Wallah, was gerade, ihr seid mir. Okay, Wallah, was gerade. Du denkst, ach, dahin noch weiter. Yunus Amiri hat auf jeden Fall Wasserflasche geworfen. Weiter im Text, Bruder. Konzentrier dich hier auf, nicht auf den Chat. Bruder, erzähl deine Geschichte, wie das in Köln passiert. Ich weiß es doch nicht, Bruder. Es ist mir doch gar nicht passiert. Bro, aber was, ich weiß doch selber nicht. Ich weiß, für mich war das gar nicht so. Nein, weil der hier gewesen ist. Du weißt, du bist alle so. Und er so. Und er so, ja, geht. Wie gesagt, von mir aus kannst du es erzählen, mir ist es egal, ich halte mich da raus. Cousin, ich kann doch nicht erzählen, was mir nicht widerfahren ist. Es ist doch dir widerfahren, ich war nur da, ich fand's geil. Dann erzähl es doch. Und ich hab mich gerade daran erinnert, aber ich kann es nicht wiedergeben, wie du es wiedergibst, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich kann das auch nicht richtig wiedergeben. Wallah, Bruder, deine Gestikulation und deine Mimik, Bruder. Gestikulation, sag mal. Gestikulation. Deine wie du gestikulierst.
Ah, Bruder, du verblüffst mich immer wieder, Bruder. Wegen Waller, wegen Bluff. Auf jeden Fall, liebe Freunde, ich kann, das Problem ist, das ist ja quasi mir widerfahren, aber ich habe die Geschichte nicht mehr eins zu eins so im Kopf, Bruder. Mit diesen Dings auf seinen Dings hast du fast deinen Wirbelsäule rausgeholt, Bruder. Ja, erzähl, Bruder, scheiß drauf. Also, Salam alaikum, Freunde, wie geht's euch? Geht's euch gut? Also, als allererstes will ich sagen, jeder, der Probleme hat mit seinen Zähnen, sollte auf jeden Fall zum Zahnarzt gehen. Okay? Wir sind extra nach Köln gefahren, Digga. Extra nach Köln, ja, weil wir gehabt haben, Spezialist ist da. Wir sind auf dem Weg nach Köln zum Zahnarzt mit einem Bruder von uns, einer dritten Person, eine sehr wichtige Person in unserem inneren Kreis. Und der Sinan hat ein Loch im Zahn. Hat ein Loch im Zahn. Salami, bitte! Bitte, ja! Ihr habt mich alles voll gemacht da, Bruder. Ich hab doch gar nicht. Bitte, Bruder! Auf jeden Fall, wir sind auf dem Weg nach Köln zum Zahnarzt. Der Sinan hat ein Loch im Zahn. Wir kommen an. Und irgendwas ist da gewesen, okay? Irgendwie war da was. Da war mal eine Spannung und aus diesem Grund, aus der Spannung heraus, hat der Sinan für sich entschieden, nicht mehr dahin zu gehen. Und der besagte Zahnarzt hat schon des Öfteren mal versucht, auf Sinan einzugehen, aber der Sinan hat gesagt, ey... Danke, Mona, für 10 Abos, ich küsse dein Herz. Genau das hat er gesagt. Auf jeden Fall hat die dritte Person das dazu gebracht, dass die... wieder zusammenkommen, ja? Dass es ihn dann wieder sein Loch behandeln lässt bei diesem Zahnarzt. Und wir kommen so rein, so morgens um 10 Uhr, so, wir kommen so reingeschlendert, so drei Kanaken, Bruder, in so einer Zahnarztpraxis. Kommen wir rein und wir werden ins Büro gebeten, nach hinten so. Und wir sitzen da so. Und dann kommt der Zahnarzt rein. Da kommt der Zahnarzt rein und alles ist so ruhig. Alles ist ruhig. Sinan guckt den Zahnarzt an und der Zahnarzt guckt den Sinan an. Und jeder weiß, ey, da passiert gleich Action. Und ich habe mich schon so auf Action eingestellt. Und dann meinte der Zahnarzt so, Salam alaikum. Und wir natürlich, alaikum salam. Wie geht's? Geht's dir gut? Ja, wallah, alles gut. Und direkt so, ja, ich bin in Deutschland gar nicht mehr gemeldet. Warte doch erstmal, werd doch erstmal warm im Gespräch. Lass mal einen Kaffee trinken. Guck doch meinen Zahnstein erstmal an, so. Nach dem Motto. Er ist Sinan, du hast dich gar nicht mehr gemeldet. Der steht und Sinan guckt ihn so an. Sinan steht auf. Gib mal deine Schulter. Der Sinan steht auf. Der geht auf den zu. Sag ich? Du bist ein falscher Fuffi. Ich denke mir so, kann man doch nicht mit seinem Zahnarzt reden. Und der Zahnarzt so, ich? Und er sagt, ja, du bist ein falscher Fuffi. Und ich sage, ich war leib. Leib. Ich sag, Sinan, ruder zurück. Du liegst gleich bei dem Allah. Der war scheiße. Der sagt, ruder zurück, ich muss mich auch verhandeln lassen. Sinan, mach nicht so. Wir kriegen umsonst. Ey, an den Zahnarzt, wir mögen dich richtig, Wallah. Ich küsse deine Augen, auch wenn du denkst, du weißt doch. Wallah, ich sag dir ehrlich, bester Zahnarzt, Bruder, der ist ein guter Mann, Wallah. Schau auf Koran. Ja, Cousin, er war auch sehr, sehr freundlich. Er war sehr freundlich, sehr zuvor. Gegen den kann man nichts sagen. Natürlich nicht. Grüße nach Köln an der Stelle. Natürlich nicht, Bruder, aber die, super, diese Herangehensweise an dem Morgen, Bruder, weißt du, ich meine, das war einfach phänomenal, Bruder. Phänomenal.